In meinem Job als Ärztin im regionalen ärztlichen Dienst fasziniert mich vor allem die Vielseitigkeit. Jeder Fall ist anders und jede Berufsgruppe, mit der wir zu tun haben. Ich übersetze medizinische Texte für Laien wie Richter oder Sachbearbeiter in eine verständliche Stellungnahme. Dafür ist gute schriftliche Ausdrucksfähigkeit gefordert, damit der Inhalt klar und eindeutig ist und kein Interpretationsspielraum lässt. Im weiteren Einfallverfahren dienen dann die Stellungnahmen als Entscheidungsgrundlage. Ich arbeite schwerpunktmäßig in der Integration. Ich habe mit Leuten zu tun, die noch im Erwerbsleben stehen oder aus der Rente ins Erwerbsleben reintegriert werden sollen. In diesen Situationen muss ich den Fall ganz schnell erfassen und mithelfen, einen Strategieplan zu entwerfen, damit mit den richtigen Integrationsmaßnahmen gestartet werden kann. Wir haben eine große Verantwortung, sowohl gegenüber dem Versicherten, aber auch gegenüber der Gesellschaft. Mir liegen vor allen Dingen die Jugendlichen am Herzen. Die haben ihr ganzes Leben noch vor sich. Unsere Stellungnahmen sind relevant fürs Verfahren. Darum muss ich mich als Arzt in die Dossier vertiefen und die relevanten Fakten herausschaffen. Nachher muss ich die gewichten und für das braucht es eine grosse Erfahrung und natürlich eine fundierte medizinische Ausbildung. Ich habe demnächst mein 10-jähriges Jubiläum als RAD-Ärztin. Was mich besonders begeistert, ist die enge Zusammenarbeit mit den Ärzten und Kollegen verschiedener Fachrichtungen. Wir sollten neugierig sein. In unserem Job braucht es Empathie. Selbstkritisch. Kommunikationsfähigkeit. Teamfähig. Ein gutes Bauchgefühl. Und den Willen haben, sich in andere Berufsgruppen zu versetzen. Alle Ärzte im regionalärztlichen Dienst haben ihre Ausbildung in der Schweiz oder in Deutschland gemacht. Viele von uns haben auch Wurzeln in anderen europäischen Ländern, wie übrigens auch unsere Versicherten. Das macht natürlich die Zusammenarbeit sehr spannend und teilweise können wir auch gerade in der Muttersprache der Versicherten kommunizieren. Es wird uns genug Zeit für Aus- und Weiterbildung angeboten, sodass wir immer auf dem neuesten Stand sind. Die Tätigkeit als Ärztin im regionalen ärztlichen Dienst ist ein familienfreundlicher Job. Wir können in Teilzeit arbeiten und wir können einen Teil unserer Arbeitszeit im Homeoffice erledigen. Das Tolle an dieser Stelle sind die geregelten Arbeitszeiten. Früher als Rechtsmediziner war es auch spannend und abwechslungsreich. Aber die Arbeitstage waren lang, unvorhersehbar und bat mit Nacht- und Wochenenddiensten. Hier kann ich regelmäßig und zuverlässig für meine Familie da sein. Und ich habe mich noch nie gelangweilt an dieser Stelle.